Hallo und willkommen zurück zu Sims 4. Michelle ist am Duschen. Und danach könnte sie ja mal kochen. Mal Macaroni mit Käse in einer Partygröße kannst du dann machen, ne? Ja, hast geduscht. So. Du fühlst dich okay. Musst auch nicht zur Uni. Dupagrick Bruna Wargo. Okay, Michelle hört dabei noch ein bisschen Musik, während sie kocht. Das kann sie machen. Ich bin sehr froh, wenn das dann so weit vorbei ist und wir nur noch eine Vorlesung haben. Tatsächlich sind die ja wirklich mit nichts anderem beschäftigt. Beziehungsweise die, die damit nicht beschäftigt werden. Mit denen machen wir nicht viel, weil wir uns die ganze Zeit um die anderen kümmern müssen. Sehr schön, Michelle. Das hast du gut gemacht. Du hast dir die Uni anders vorgestellt, ne? Sie möchte tanzen. Okay, dann geh halt tanzen. Du kannst dann mal aufstehen und kannst dir ein Gericht nehmen. Du müsstest dann auch bald mal aufstehen, Mäuschen. Kannst du ja auch ein Gericht nehmen. Du schläfst noch ein bisschen, das ist in Ordnung. Du hast noch keinen so einen Hunger. Du auch nicht. Was ist mit dir los? Du gehst bitte einmal schnell auf den Topf. Dann Hände waschen und dann nimmst du dir auch ein Gericht. Ja, die Michelle, die kümmert sich um euch, ne? Die hat hier für euch alle gekocht. Damit ihr gleich frühes Macaroni essen könnt, wie sich das für echte Studenten gehört. Nein, nicht anfangen. Entschuldige dich bitte. Hast du dich jetzt entschuldigt? Buna, Wibbis. Sabine? Jiffa! Charky Bibna Zorb. Charg! Die beiden mögen sich nicht sonderlich, ne? Waffetub Fibose. Jewel. Kisnoi. Balco? Balconaro. Dala. Shibi Yaba. Nurchal Quosinus. Quexinus? Gana Shuna. Tharb Fenip. Gaba Arbol. Suba Wib. Bimia. Brihe Ganip Beinu. Nilsi.
Shimagra Brahe. Gana Benu. What's up, Dib? Ah, Bon Patoy. Wavu. Ruskan Lumpima. Muchi Pichi. Buma. Muchi Pichi. Banji. Kann man gerecht nehmen. Baribi. Damse Bruhana. Seneke. Belindi. Essenoi. Flarib. Finalibo. Kiaraba Lonsif. Spabin. Wash, Dombra Bomkaro, Fanjim, Yabasani, Bantra Barakaba, Fruk, Chesine Clonkus, Lanaga, Abu Bropfa, Aflin Wadida. Oh, ah, yeah. Oh. Urazap? Yibs. Ah, Suna Nibnub. Lampima, Utinik, Safoy. Befallen Stumpsy, Tisa Web Galarga, Yibs, Uchima, Seneke, Belindi, Zombie Nufa, Wana Chenush, Bikoya Slam, Wadida, Thrup Banarla, Farby Taxi Watsu, Pado, Bade, Nibahada Waxwind, Zakini Rospa, Singula Yunishka, Ishidor Nayap, Wissa Jim, Stumba Chup. Prabna Pelza. Washa Zabris. Baribi Downse. Merkel Zira Kaba. Fasanoi Valpim. Bondi. Okay. Ich mochte das gerade so ein bisschen. Dass sie so schön miteinander geplaudert haben. Das fand ich irgendwie ganz toll. Windrop. Karu. Das hat mir irgendwie sehr gut gefallen. So. Wir werden dann im nächsten Semester die Uni vielleicht auch nicht ganz so ernst nehmen. So, was hältst du denn davon, wenn du stattdessen mal ein Buch liest? Hier. Statt die ganze Zeit zu zocken, kannst du ein Buch lesen. Solomon ist am Saubermachen. Was machst du? Aktuellen Film ansehen, okay. Du bist am Zocken, du liest jetzt ein Buch. Sina schläft immer noch. Was ist denn mit der falsch? Na gut. Kannst du vielleicht mal die Katze hochheben? Und dann die Katze einmal bürsten, bitte. Kümmern wir dich mal bitte um die Katze. Gott, das Gedudel hier. Okay. Ist mir immer noch ein Rätsel, wo die ganzen Sachen hin verschwunden sind. Aber okay. Hier sind überall Käfer. Wer könnte sich denn da... Sina, du müsstest dann auch mal aufstehen langsam. Okay, du packst das schon. Er guckt sich also einen Liebesfilm an. Ich finde es irgendwie schön, wenn sich Michelle und Sven Mirko gut verstehen würden. Das finde ich irgendwie cool. Was möchtest du jetzt machen? Ach so, nee, du kannst ja doch hier ein Gericht nehmen. Ist doch vernudeln. Sie ist traurig. Total traurig, wird sich aber trotzdem erst was zu essen nehmen. Oh.
Er liest. Gut, dann haben, glaube ich, alle gegessen. Dann kann ich es in meinen Kühlschrank räumen. Sven Mirko, würdest du bitte mal ein bisschen von deinen Interessen schwärmen? Ich will gar nicht, dass die romantisch miteinander irgendwie. Ich will nur, dass die sich so gut verstehen. Das fände ich irgendwie ganz toll. Spielt ihr jetzt zusammen? Nee. Was ist das für eine WG? Weißt du, keiner redet mit irgendjemandem. Guck mal, die Jacqueline Chantal, die braucht aber ein bisschen Entspannung. Michelle, was machst du? Nickerchen. Und Sina will an den PC chatten. Okay. Sind Mirko? Will duschen? Oh. Ist ja gut. Michelle, bist du sehr mit? Ach ja, tatsächlich. Dann hör lieber mal auf, sondern und sprüh das mal hier ein. Gegen Käfer einsprühen. Hör mal auf damit, wenn. Das tut dir, glaube ich, nicht so gut. So, Sina ist am Aufräumen. Das ist ein Mirko. Wollte irgendwelchen Quatsch machen. Das ist ein Mirko. Hier ist doch schon wieder was kaputt. Ich höre es doch. Solomon. Einmal reparieren, bitte. Hä, was macht ihr denn die ganze Zeit? Mit Jacqueline plaudern, okay. Du sitzt nur am PC, ist dir das schon mal aufgefallen? Okay, dann kannst du das mal wegwerfen. Müssen wir kurz gucken. Ja, kann sonst gar nichts weiter. Was ist denn los? Dann geh dich doch mal aushöhlen, Mäuschen, wenn es dir nicht gut geht. Oh, warte mal. Stopp. Kannst du sie trösten? Versuchen aufzumuntern. Geht sie sich jetzt nicht aushalten, sondern du versuchst sie mal aufzumuntern. Hä? Du solltest versuchen, sie aufzumuntern. Zuspruch geben. Versuchen aufzumuntern. Mach das mal, Sven Mirko. Sei mal ein bisschen nett jetzt. Crimbo Darfi, Bro. Ey, Sabo. Mudio. Moib. Oh, Gudapak, Lorid.
Siwa. Doba. Filibu. Identify? Charbi Daza. Oh, Gumal. Chabo Bakel. Tour. Eh, Umbajabwe. Oh, Grampy Snab. May pick Yimbara. Oh, Kimba. Oh. Urazap? Okay. Michelle? Bestäuben. Warum? Wer ist das? Wer bist du und was willst du hier? Die hat uns was geklaut. Hier. Hier. Nach Hause schicken, aber ganz schnell. Die hat uns das geklaut. Ich brauche mich nicht wundern, dass das ganze Zeug verschwindet. Wo sind die alle hin? Was hatten die uns geklaut? Du bist noch am Lesen? Was stinkt? Oh, stinkt's überall. Müssen wir das Katzenklo säubern? Ich fass es nicht. Ich fasse es einfach nicht, dass die einfach kommen und uns Sachen klauen. Ich glaube, es hackt. Ich weiß nur nicht, was sie uns geklaut haben. Ja, keine Ahnung. Ich fasse es einfach nicht. Hör halt auf zu lesen und geh pullern. So, und du Mäuschen, du könntest ja mal hier mit deinem... Leg das mal als dein Lieblingsfahrrad fest und dann kannst du mal eine Runde Fahrrad fahren. Kommst nicht ran, ne? Kannst du mit dem auf Radl herumfahren. Geht das? Geht's jetzt? Nee, sie kommt nicht ran an das Fahrrad. Egal. Ich komme gar nicht drüber weg, dass wir hier einfach beklaut werden, wie die Banden. Wie die Raben klauen die hier. Alter, der Augen, ne? Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Keine Sorge, Solomon repariert. Ach so, shit. Das wollte ich nicht.
Holla, die Waldfee. Was möchtest du machen? Hör doch mal auf damit, dich immer über alle anderen lustig zu machen. Geh joggen. Und du gehst dann mal Magie üben, funktionale Magie. Oh, bei wem klingelt das Telefon bei dir? Komm jetzt, scheiß drauf. Haushalt. 6, 7. Wir fahren jetzt alle zu ihm. Ich weiß es nicht, da kommen die zu uns und klauen uns einfach unser Zeug. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wo die Sachen hin verschwinden. Wie mies das einfach ist, ja? Das geht gar nicht. Mann. Ja, guck mal. Da sind wir alle. Ach, du hast ja hier Sergio Romeo. Mhm. Guck mal. Da könnte hier... Kann trainieren. Sie kann Dinge tun, mir egal. Aber Sina kann sich hier mal freundlich vorstellen. Macht ihr mal. Sich auch mal freundlich vorstellen. Michelle kann, egal. Michelle kann mal eine tiefgründige Unterhaltung führen. Ihn dann noch ein bisschen kennenlernen. Hier wohnen die also. Mhm. Würde das bitte mal ausschalten, das Gedudel. Ach, guck mal hier. Spiel mit. Spiel mit Solomon. So, sind sie alle am Quasseln? Und ihr zwei seid hier draußen am Zocken. Das ist ja schön. Also, das war ja klar. Was machst du jetzt? Der kann es nicht sein lassen, ne? Entschuldige dich. Was machst du da?
Doggy play them. Clever table. Sure, Bick. Bombs or dimpish. Fish. Da bishi slackum. Sie ist eine Einzelgängerin, das gefällt ihr eigentlich gar nicht, ne? Was machst du jetzt schon wieder? Der kann nicht nett sein, glaube ich. Dem fällt das echt schwer. Okay, Mäuschen, was möchtest du machen? Büffeln und Pauken anziehen. Nein. Kannst du nicht hier draußen mitspielen? Also zuschauen. Okay. Der ist schon wieder gemein. Wo gehen die alle hin? Okay. Die 3-6 auf jeden Fall. Joaquin kann mitkommen. Clara nehmen wir. Achso, Clara geht nicht mehr. Okay. Gut. Und zwar jetzt bitte. Danke. In der nächsten Folge werden wir dann mal schauen, was auf dem Romantikfestival so passiert. Denn wir wissen ja alle, was da passiert. Das bleibt nicht da. Sondern das wird überall in der Stadt rumgetratscht. Und auf dem Romantikfestival habe ich schon mit anderen Sims seltsame Dinge erlebt. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.